Energie auch zu nutzen. Wie stark nutzt der Körper die Energie, die er zur Verfügung hat? Was warm machen auf dem Herd, also ohne Aus diesen Faktoren kann man was natürlich die Ergebnisse zusammengetragen haben. Mikrowellen essen ist grundsätzlich tot, wenn es aus der Mikrowelle kommt. Also strahlt nichts mehr. Mikrowellen essen ist schlecht, kann ich deutlich sagen, in der Biophotonenemission. Ist nicht gut. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Kochen oder Dunsten die Struktur noch ein wenig aufrechterhält, aber diese Mikrowellen zerstören und zerfetzen die komplette molekulare Struktur und dementsprechend ist es auch nicht wirklich ratsam, mit Mikrowelle zu essen. Oder ich denke, ja. Und wie war das jetzt beim Dünsten, wenn wir jetzt einfach nur dünsten oder kurz ankochen? Struktur nicht wirklich. Also nur anfänglich. Es ist so, dass es weniger strahlt, aber immer noch so viel, dass es uns ernährt. Ja. Es ist auch so, dass das Dünsten in der Lage ist, genauso wie das Kochen, die Bakterien abzutöten. Und diese Bakterien strahlen ja selbst. Also dementsprechend ist es logisch, dass es dann ein bisschen weniger strahlt, weil einfach es reiner ist, das Essen. Und auch gesünder und besser für uns. Ja, wow. Das macht Spaß. Herr Poppe, ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf Ihre Verhaltenheit der Biofongeräte. Also ich weiß, dass diese Geräte also doch einen immensen Erfolg zeigen, und ja, zwar auch das von dem Herrn Dr. Köhler entwickelte. Worauf führen Sie das denn dann zurück? Weil ich meine, man hört ja doch eine sehr große Skepsis heraus Ihrerseits. Ich sage nicht, dass diese Geräte schlecht sind. Die Geräte haben bloß nichts mit Biophotonen zu tun. Die Sache ist, diese Lichtgeräte haben ja auch eine gewisse Kohärenzzeit. Diese Kohärenzzeit, wenn man sich vorstellt, der beste Laser, der von den Amis inzwischen entwickelt wurde, der hat eine Zehntelsekunde Kohärenzzeit. Das ist alles, was er hat. Wenn ich mir ein biologisches System ansehe, dann habe ich hier Kohärenzzeiten von Stunden bis hin zu Tagen. Also eine viel längere und breitere Informationsspanne oder Aufnahme oder Möglichkeit der Aufnahme, als ein Photonengerät jemals haben kann. Also ein Lichtgerät jemals haben kann, zumindest zur Zeit. Es mag sein, dass irgendwann sich die Gerätschaften so ändern, dass man diese Kohärenzzeit auch hinkriegt. Man hat Änderungen mit diesen Lichtgeräten und die kann ich auch nicht abstreiten, die weiß man und die haben wir auch gemessen. Wir haben auch Erfolge mit der Regulationsdiagnose gemessen mit Lichtgeräten und das ist auch in Ordnung, das ist gut, es ist der richtige Weg, aber wie gesagt, es hält meistens nur kurzfristig an. Die Sache ist, es müssen mehrere Therapien vonstatten kommen, es ist nicht so, dass eine Therapie wirklich Wunder bringt und dementsprechend bin ich eher der Meinung, dass man diese Sache ist wunderbar, gute Sache, gute Idee, richtiger Weg, aber man sollte sich doch auch auf den Menschen konzentrieren und die Heilung, die vom Menschen selbst ausgeht, eher in den Vordergrund stellen. Denn das hat mehr mit der Psyche zu tun. Wenn ich jemand vor ein Gerät setze, habe ich kein Gespräch mit ihm. Wenn ich mit ihm spreche, weiß ich, was dem Menschen fehlt. Ich kann mit dem Menschen kommunizieren. Ich habe schon den Austausch. Das ist viel, viel wichtiger, als ihn vor ein Lichtgerät zu setzen. Das ist meine Skepsis, die ich habe. Vielen Dank. Ah, ist doch so. Ja, bitte. Wie erkennt man jetzt den Unterschied, ob Photonen zurückgehalten werden, ob sie nicht vorhanden sind, zum Beispiel bei den Zellen, wo sie nicht zu messen sind, und dem Eigelb, wo es auch nicht zu messen ist? Doch, also Eigelb ist ja grundsätzlich zu messen. Man sieht ja hier eine relativ hohe Photonenemission, wenn man sich das anguckt, sind das 30 bis 40 Counts pro Sekunde. Ein Mensch strahlt so um die 5 Counts pro Sekunde. Das ist relativ niedrig. Man muss dazu sagen, Menschen haben grundsätzlich immer eine Aufnahme von Photonen. Man weiß nicht, wie viele Photonen reingehen. Das kann man nur messen durch diese Delayed Lumineszenz praktisch, was das System aufnimmt, welche Speicherfähigkeit es hat. Wir messen häufig diese Spontanemission, das, was der Körper von sich ausstrahlt, und schauen einfach, wie viel strahlt er noch ab. Ich habe vorhin gesagt, das ist nicht wichtig, wenn jemand viel strahlt, ist es eher schlecht, muss ich dazu sagen. Es ist nicht so gut, wie wenn jemand wenig strahlt. Wenn jemand wenig strahlt, weiß ich, er hat viele Photonen inne und behält auch viele Photonen praktisch, um sich selbst zu organisieren. Wenn jetzt aber jemand wenig strahlt oder viel strahlt in dem Sinne, dann gibt er meistens sein Organisationsprinzip ab.
Man kann das auch sehen mit der rechten und linken Seite, mit der Symmetrie. Wenn ich die rechte Seite und die linke Seite messe, sehe ich, die rechte Seite strahlt ein bisschen höher als die linke, dann weiß ich, auf der rechten Seite muss irgendwo ein Problem sein. Und man kann nicht genau sagen, also so weit sind wir noch nicht, dass man sagen kann, wie viel Photonen nimmt er auf, wie viel Photonen gibt er ab, ist es durch die Konzentration, ist es durch eine Krankheit, weswegen er so hoch strahlt, oder ist es einfach, weil er sich konzentriert, dass er viel strahlt. Wir haben Heiler gemessen, die wirklich unter Konzentration auch ihre Photonemission erhöhen können. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, den man noch näher betrachten muss. Also so weit sind wir zurzeit noch nicht. Ja. Geben Heiler denn jetzt viel Photonen ab, dass ich sagen kann, dass sie die übermitteln? Grundsätzlich ist die Hypothese, ich muss deutlich sagen, es ist eine Hypothese von Professor Batchbay, von meinem Vater, mir, die überlegen wirklich, dass diese Photonenemission in der Lage ist, eine Überlagerung stattfinden zu lassen. Das heißt, ich passe mich der gegebenen Information, wenn ich einen Patienten vor mir habe und wie gesagt dieser Austausch da ist, dann passe ich mich dieser Information an, muss also dementsprechend meine Photonenemission erhöhen, um einfach einen höheren Informationsaustausch zu haben, und passe dann diesen Patienten an die richtige Emission an. Also ich ändere seine Photonenemission. Aber dann kann ich doch jetzt mit dem Eigelb nicht richtig sagen, ob es jetzt gut ist, wenn das Eigelb noch viel Biophotonen abgibt. Es ist gut, wenn Eigelb viel Biophotonen abgibt. Ganz aus dem einfachen Grund, wir brauchen ja Licht, um uns zu organisieren. Und Lebensmittel, wie vorhin gesagt, strahlen viel, viel höher als wir Menschen. Wir ernähren uns von Lebensmitteln. Wir nehmen das Licht praktisch der Lebensmittel in uns auf und organisieren uns dafür. Deswegen kann ich sagen, dass eine höhere Photonenemission der Eier um einiges besser ist als eine zu niedrige Photonenemission, weil einfach der Informationsgrad fehlt. Also muss ich davon ausgehen, dass im Grunde jetzt mit den Biophotonen von Pflanzen oder Tieren das sich anders verhält als bei Menschen? Tiere ist auch wieder eine andere Sache. Tiere strahlen auch relativ gering, muss man dazu sagen. Und das ist ähnlich wie beim Menschen. Die haben ganz andere Struktur, ganz anderes Aufbauprinzip. Eine Pflanze praktisch baut sich ganz anders auf als ein Mensch. Und dementsprechend muss ich ganz deutlich sagen, eine Pflanze braucht nicht so viel Licht in dem Sinn, nimmt das Licht auf, speichert sehr viel Licht und photosynthetisiert durch dieses Licht, wie jetzt in der USA Berkeley Universität herausgefunden wurde. Wir essen etwas und nehmen dieses Licht in uns auf. Es ist nicht nur, dass wir etwas essen, wir können uns auch von der Sonne in Anführungszeichen ernähren, aber das wird auf Dauer, würde ich da Hunger kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie sieht das jetzt bei Getreide aus? Das ist schlafende Energie? Getreide? Schlafen? Getreide, schlafende Energie, weil daraus ja erst die Pflanze erwächst. Es ist so, dass das Getreide vor der Keimung relativ gering strahlt und erst ab der Keimung fängt es an, wirklich stark zu strahlen. Also dann geht es wirklich hoch. Das ist möglich. Kann möglich sein. Ja. Okay. Würde ich jetzt nicht abstreiten. Ja, danke. Ja? Ja, es geht also um das Kochen nochmal. Mhm. Und in der chinesischen Ernährungswissenschaft, da wird ja empfohlen, dass man zum Beispiel die stark energiefördernde Suppe mindestens 10 Stunden kocht. Steht das nicht im Widerspruch zu dem, was Sie vorhin gesagt haben? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Das werden ja frische Lebensmittel da verwendet. Und dementsprechend, die Struktur wird ja teilweise aufrechterhalten. Ich schnippel ja nicht ganz klein oder zermürbel es in dem Sinn, sodass die Informationsgehalt immer noch gut ist. Und ich muss auch wirklich sagen, ich esse eine Suppe lieber, die 10 Stunden gekocht hat, als wenn sie 20 Minuten gekocht hat. Ja. Ja, bitte. Gibt es bereits Messungen an psychisch kranken Menschen? Und wenn ja, gibt es Messungen an psychisch kranken Menschen, gegenübergestellten Messungen an psychisch kranken Menschen, die unter Psychopharmakatherapie stehen? Ja. Also Messungen gerade in dem Bereich der Regulationsdiagnose, jetzt muss ich wieder vorwandern. Wir haben hier deutlich gesehen, dass die Psychopharmaka dafür sorgen, dass diese Bereiche, also dass die Arbeitsbereitschaft des Körpers enorm nach oben gepusht wird, aber die Energie komplett verloren geht. Also das ist der Unterschied zu normal psychisch erkrankten Menschen.
deren Bereich in dem Fall die Arbeitsbereitschaft nachlässt, die Energie aber immer noch gleich bleibt. Also sie haben noch immer die Energie zur Verfügung, die sie aber nicht mehr nutzen. Und die Psyche geht komplett runter, der erste Faktor geht komplett runter. Währenddessen unter Psychopharmaka